Wir haben es mitbekommen. Franka Dietsch arbeitet bei der Bank. Bei der Bank, da weiß man auch, da hat man ein Konto. Auf dieses Konto wird dann einmal im Monat das Gehalt überwiesen. Aber nicht so bei der HSG Nordhorn. Da wird momentan den EHF-Pokalsiegern gar nichts überwiesen. Rückstände der Gehaltszahlung. Und mein Kollege Sieban Siegert hat jetzt für Sie eine sehr angespannte Lage aus Nordhorn. Und zwar nicht nur bei den Spielern. Der Mann ist angeschlagen. Bernd Richtering, Manager der HSG Nordhorn. Der Verein, sein sportliches Lebenswerk. Jetzt ist er in finanzielle Schieflage geraten. Ein Sponsor soll zurückgezogen haben. Es ist die wohl schwerste Krise seit dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Die HSG benötigt einen Retter. Und ich hoffe, dass der in den nächsten Tagen, Wochen gefunden wird. Er hat einen Retter. Jan Philipp, Weltklasse-Rechtsaußen, wechselt ablösefrei nach 8 Jahren zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ein Grund, die nicht optimale finanzielle Lage in Nordhorn. Sein Spielerberater spekuliert, vielleicht war Nordhorn einfach froh, einen Spieler von der Payroll, also Gehaltsliste, zu haben. Müssen Sie noch weitere Spieler verkaufen? Wenn wir nicht genügend Sponsoren regenerieren, denke ich mal, wird das auch mit in Betracht gezogen. Die neue Saison wird zu einem Kraftakt, auch wegen der finanziellen Unsicherheit. Im schwedischen Halmstad bereitet sich die HSG Nordhorn vor. Die Trainingseinheit dürfen wir nur drehen, wenn wir keine Fragen zu den finanziellen Problemen stellen. Sonst, so droht der Verein in einer E-Mail, würde Trainer Ola Lindgren uns sofort bitten, zu gehen, und kein Spieler würde für ein Interview zur Verfügung stehen. Warum dürfen wir Ihnen denn keine Fragen über die finanziellen Probleme stellen? Gut, weil wir sind Handballer und wir versuchen, unsere Konzentration haben auf Handball und was wir Einfluss haben auf. Und die andere Sache ist eine Frage für Marketing. Er soll Jan Philipp ersetzen, Niki Verjans. In einem Zeitungsinterview hatte er gesagt, wenn man aufs Konto guckt und das Geld ist nicht da, da fragt man sich schon, was los ist. Wir dürfen Ihnen keine Fragen über die finanzielle Situation stellen. Dennoch würde ich ganz gerne wissen, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem Arbeitgeber gerade? Ich bin im Moment sehr zufrieden. Wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf unsere Arbeit, wir spielen Handball und das machen wir auch. Die Hitze muss raus. 3-mal am Tag wird in Schweden trainiert. Für den Bundesliga-Auftakt am 3. September gegen Minden wollen sie sich fit machen. Die finanziellen Probleme, die der Verein im Moment hat, damit beschäftigen wir uns wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir haben viel Spaß hier, wir arbeiten hart und das ist das, was wir machen können und das machen wir gut. Hat von guter Stimmung und Spaß leben? Sicherlich nicht nur und sicherlich ist der Geldfaktor ein ganz entscheidender, aber das ist eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Das ist nicht unsere Aufgabe, darüber nachzudenken und von daher, wir können nur Handball spielen, das machen wir und alles andere müssen andere Leute klären. Er ist die sportliche Lebensversicherung der HSG. Holger Glandorf steht mit der Nationalmannschaft kurz vor den Olympischen Spielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2010. Auf der Gehaltsliste dürfte sein Name aber ganz oben stehen. Dennoch ist ein vorzeitiger Wechsel derzeit kein Thema. Es sei denn, sagt sein Berater Bergener, die HSG wird von sich aus aktiv. Könnte es sein, dass Holger Glandorf den Verein auch wechseln muss? Im Moment ist daran nicht zu denken. Der Star scheint zu bleiben, genauso wie die Lücke im Etat, die auch der Handball-Bundesliga bekannt ist. Die HSG Nordhorn hatte im Sommer schon oft Probleme. Bisher wurden die immer gelöst, sagt Frank Bohmann von der HBL. 100.000 Euro handelt es sich, die Ihnen fehlen im Etat. Also es waren schon mal mehr und wir sind dabei, im Augenblick diese Lücke zu schließen. Können Sie sagen, wie hoch diese Lücke ungefähr ist? Es dreht sich ungefähr um 2 Monatsgelder. Ich finde, wir sind so eng und das ist ein bisschen wir gegen den Rest von der Welt. Und das ist auch ein schönes Gefühl zu zeigen, dass wir guten Charakter haben. Die Hoffnung ist eigentlich schon gegeben. Wir müssen aber noch die nächsten 1-2 Wochen abwarten, wie es sich dann herauskristallisiert. Schulterschluss in Schweden, trotz Finanzkrise. Die Spieler haben nach wie vor Vertrauen in ihren Verein. Peter Carstens war auch noch vor Ort, HSG Nordhorn. Die Spieler warten auf ihr Geld. Also wenn Sponsoren da sind, rufen Sie da ruhig mal an, dass die Spieler ihr Geld bekommen.